Robert Hahn liebt diese Momente. Den frühen Morgen, die Stille, den Fels und auch die Gefahr. Das Klettern hoch über der Elbe ganz ohne Sicherungsseil, das ist seine große Leidenschaft. Man konzentriert sich nur aufs Klettern und ist für die Zeit, wo man sich da am Fels bewegt, richtig frei. Meter geht es steil nach oben. Ein Wagnis auf Leben und Tod. Für Robert Hahn gibt es keine schönere Herausforderung als die Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz. Unten im Tal die Elbe. Seit mehr als 100 Jahren ein vertrautes Bild in dieser Landschaft, die legendären Raddampfer. Einen ganzen Tag lang kann man auf ihnen unterwegs sein, im Tal der Felsen, gemütlich wie in alten Zeiten. Auch Elbdampferkapitän Ralf Mutze liebt die Morgenstunden im sächsischen Grand Canyon. Aber dort oben herumkraxeln. Meine Freundin geht klettern, die geht bergsteigen, aber ich selber hab dazu nie so. Das ist nicht so mein Ding. Nee, da fehlt mir etwas der Mut. Ich bin etwas Höhenangst. Höhe ist nichts für mich. Dann lieber auf dem Wasser. Die imposante Landschaft des Elbsandsteingebirges hat immer schon Touristen angelockt. Im 19. Jahrhundert kamen Schweizer Kunstmaler. Die fühlten sich so sehr an ihre Heimat erinnert, dass sie die Landschaft kurzerhand nach ihr benannten. Sächsische Schweiz. Das ist ja ein Kompliment, also wenn jemand eine schöne Landschaft einfach Schweiz nennt, das ist ja nicht die einzige Schweiz, außerhalb der Schweiz. Und das schmeichelt uns natürlich, das ist klar. Nach jeder Flussbiegung gibt es etwas Neues zu entdecken. Und jeder macht sich sein eigenes Bild von Landschaft und Felsformation. Die Felsen, die haben irgendwie so eine Form wie ein Gesicht. Und für Robert Hahn besitzen sie sogar eine Seele. Diesen Sandstein an den Fingerspitzen zu spüren, sagt er, habe etwas Magisches. Er kennt aber auch die Gefahr und das Risiko des Freeclimbings. Anfassen, anfühlen, anziehen, abwägen, hoffen, dass es hält. Also dieses Wechselspiel zwischen: Kann ich den Griff halten, kann ich ihn nicht halten. Man hat nur sich selber und die nächste Zugfolge. Und wenn man es nicht bringt, fällt man runter und ist im Zweifel tot. Stürze hat es an dieser Stelle schon einige gegeben. Der Fels heißt Steinschleuder und hat in Kletterkreisen einen der höchsten Schwierigkeitsgrade. Selbst mit Sicherungsseil kommen hier nur wirklich erfahrene Bergsteiger hoch. Robert Hahn will kein Seil. Er will seine Kräfte mit dem Berg messen, körperlich und geistig und ohne Kompromisse. Genau das ist es, was ihn reizt. Es gibt im Leben so viele Ausreden. Man kann sich immer irgendwie rauslavieren. Aber wenn man in der Wand ist und 50 Meter über dem Boden, muss man die Stelle bringen. Und man kann nicht sagen, ach, ich fühle mich heute nicht gut oder das Wetter ist schlecht oder es gibt nicht. Du musst es dann machen. Und diese Ehrlichkeit hat man halt selten im Leben. Also dieses Bedingungslose. Was die Natur in Jahrmillionen geschaffen hat, Männer wie Jürgen Kunert sprengen es in einer Sekunde in die Luft. Der Sandstein aus der Sächsischen Schweiz ist nicht nur schön, sondern auch ein gefragter Baustoff. Wir sind ja für den Rohstein direkt verantwortlich, der dann weiterverarbeitet wird, ja. Er wird hier gebrochen von uns,
wird dann nach Pirna oder nach Rottwandorf auf die Sägen geschafft und da zu Platten, Hausfassaden, Verkleidung, alles hier wird da draus geschnitten, Bildhauerstücken, Bildhauerarbeiten werden draus gemacht, Figuren. Sandstein aus diesem Steinbruch wird bis nach Skandinavien geliefert. Stolz ist Jürgen Kunert aber vor allem, dass mit Steinen, die er hier gesprengt hat, die Frauenkirche in Dresden wieder aufgebaut wurde. Wenn ich dann manchmal sehe, ich komme nach Dresden oder ich komme nach Potsdam und sehe dann die Riesenfiguren, da sagt man dann schon, wie hast du mit dran gemacht? Das ist deine Arbeit mit gewesen. Seit über 30 Jahren arbeitet der Sachse in den Sandsteinbrüchen. Es ist eine Kunst, die Sprenglöcher genau so zu setzen, dass der Fels wie geschnitten daliegt. Jürgen Kunert beherrscht sie. Inzwischen spricht er über seine Steine wie über alte Freunde. Da fasst sich doch gut an. Das war grobkörnig, würde ich sagen, aber klasse, Naturstein. Dadurch, dass man eben die ganzen Jahre den Sandstein abhaut, dann hat man immer eine gewisse Beziehung dazu, ja? Der einzigartigen Schönheit der Natur verdankt die Region alles. Industrie oder größere Betriebe gibt es nicht mehr. Viele Junge sind deshalb bereits von hier weggezogen. Für die vielen kleinen Orte entlang der Elbe sind die Urlauber jetzt die wichtigste Einnahmequelle. Und die mögen Nostalgie. Voraus Landgang. Voraus Landgang. Die Technik der Dampfschiffe funktioniert wie vor 100 Jahren. Nur wird nicht mehr mit Kohle, sondern mit Heizöl gefahren. Ansonsten ist alles original. Deshalb ist es für Ralf Mutze etwas Besonderes, auf der Raten Kapitän zu sein. Überall, wo man gefragt wird, was machst du so beruflich? Und man sagt, na, man ist ja Kapitän bei der sächsischen Dampfschifffahrt. Da staunt ihr da erstmal. Und da ist man schon mächtig stolz drauf, denke ich, kann man auch sein. Bis heute ist die Begeisterung für die sächsische Raddampferflotte groß. In der Saison sind die Schiffe fast immer ausgebucht. Vom Fluss aus bieten sich spektakuläre Blicke. Die größte Festungsanlage Sachsens, die Festung Königstein. Noch nie wurde sie bezwungen. Mein Name Clemens von Hausen, Platzadjutant und Schließkapitän der Festung Königstein. Geboren am 17. Juli 1692. Ja, bereits in jungen Jahren Soldat geworden, Kadett im Kurfürstlich-Sächsischen Leibregiment in Dresden. Dann Offizier geworden und mit 24 Jahren Hauptmann und Schließkapitän der Festung Königstein. Im richtigen Leben heißt der Schließkapitän Hans Hubert Albert und führt die zahlreichen Besucher durch die mächtige Anlage. Die ganze Geschichte des Königsteins im Stundentakt. Man sieht, es ist keine kleine Burg mehr. Ne? Sie könnten sich jetzt hier dreimal um die eigene Achse drehen, Sie würden trotzdem keine Festungsmauer sehen. Ne? Es sieht aber auch nicht aus wie eine Kaserne im engen Sinne. Ne? Und das war es auch nicht. Es war immer eine richtige kleine Militärstadt. Und ein Gefängnis. Die feuchten Kerker waren gefürchtet im ganzen Land. Ironie der Geschichte, Nikolaus Krell, einer der Baumeister der Festung, landete als erster in seinem eigenen Verlies. Nach einem Machtwechsel fiel er bei Hofe in Ungnade. Krell saß in einem finsteren Loch, sozusagen direkt unter dem Dach im Turm. Ja? Etwa 10 Jahre. Dann hat man ihn nach Dresden gebracht, dort wurde ihm der Prozess gemacht und dort wurde er dann auch enthauptet. Wir gehen mal wieder ein Stück nach oben, bitte. Wir sind jetzt hier und die Seite war frei, die Seite war frei und der ganze Busch muss weg. Antje Schönfelder ist die Gärtnerin auf dem Königstein, eine Art grüne Denkmalschützerin, verantwortlich für die Originaltreue. Wenn wir das richtig schön freistellen, diese Abschnitte, ist für jeden Besucher ganz deutlich, dass man die Kanonen über diese Rampe hier schieben konnte, dass die Geschütze hier in diesen Buchten stehen konnten, ohne dass sie von außen sichtbar waren, waren sie im Prinzip geschützt
und auch die Soldaten standen geschützt hinter diesen Erdwällen. Die übliche Gartengestaltung ist da fehl am Platze. Nichts wächst zufällig auf dem Königstein. Antje Schönfelder hat ein Auge darauf, dass alles historisch akkurat wächst. Das hier ist eine militärische Anlage und soll für jeden Besucher eindeutig militärisch sein. Flieder ist was Schönes, was Zartes, hat mit Militär nichts zu tun. Hier oben haben einfach Leute gelebt, die sich selber versorgen mussten über längere Zeit und die diesen militärischen Aufgaben gewachsen sein mussten. Und da hat das absolut keine Priorität gehabt. Doch die Sachsen waren nie streng preußisch. August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, feierte hier oben auch manch rauschendes Fest. So, treten Sie ein und nehmen Sie einfach mal für ein paar Minuten Platz, so Sie möchten. Für Russenzar und Preußenkönig griff der technikbegeisterte August schon mal in die Trickkiste. Kein kurfürstliches Bankett, aber ganz leer ist er halt auch nicht. Ne? Das gehört sich halt auch nicht. Wenn, dann machen wir das schon stilecht. Bitte ja, schön. Danke. Auch wenn es lange und länger dauert, aber es macht nichts. Und damit trinke ich auf das allgemeine Wohl. Prost. Und schon eilt Clemens von Hausen zur nächsten Reisegruppe. Dass die Festung im Belagerungszustand ist, liegt wohl an der einmaligen Aussicht. Unten im Tal geht Hans Ermisch seit Jahren immer den gleichen Weg. Hier an den Elbzuläufen setzt er den König der Fische aus, den Lachs. Er soll in der Elbe wieder heimisch werden. Finanziert wird das Projekt vom Freistaat. Für Hans Ermisch ist es ein Lebenstraum. So ein Fisch, der mal hunderte von Jahren hier in Sachsen heimisch war, der durch uns ausgerottet worden ist, durch uns Menschen, jetzt wieder heimisch wird langsam. Das macht einen glücklich, das zeigt, dass wir noch nicht ganz die Umwelt vergessen haben. Erste Erfolge hat Ermisch schon erzielt. Auch dank der verbesserten Wasserqualität kamen die Lachse tatsächlich zurück. Es ist einfach ein Gefühl, eine Sternstunde für einen Fischzüchter. Für meinen Sohn und für mich damals, wir haben die ersten Lachse gefangen, war das schon eine ganz tolle Sache. 4 Jahre sind die Lachse unterwegs, bevor sie zurückkommen. Aus den Bächen der Sächsischen Schweiz schwimmen sie durch die Elbe und dann bis nach Grönland oder Island. Eine gefährliche Reise. Von 300.000 ausgesetzten Lachsen schaffen es gerade einmal 300 zurück. Jedes Jahr hofft Ermisch auf mehr. Kommt gesund wieder in 4 Jahren, sodass wir euch dann die Eier abnehmen können, den Laich abnehmen können und dann wieder die nächste Generation heranziehen können. Solange müssen sich Hans Ermisch und sein Sohn für ihre Räucherei mit Lachsen aus Norwegen behelfen. Aber dass es einmal wieder so viele Lachse in der Elbe gibt, dass man sie fangen und als hiesige Spezialität anbieten kann, davon sind die beiden überzeugt. Ich denke schon, dass dann auch mal das eine Spezialität wird für die Restaurants hier im Territorium, vielleicht in der Sächsischen Schweiz, dass sie dann Elblachs anbieten können. Wir haben natürlich ein Renner. Die Chancen stehen gut, denn inzwischen ist die Elbe wieder ein sauberer Fluss. Vor 20 Jahren hätte hier keiner baden können. Robert Hahn hat seinen Fels bezwungen. Nach den Strapazen des Aufstiegs ist der Blick von der Steinschleuder die Belohnung. Es ist einfach schön. Sehr abwechslungsreich, schroffe Felsen, Täler, trotzdem leben Menschen dazwischen und man geht 3 Schritte und ist in der Natur. Und der Sandstein ist natürlich, also das Gestein an sich ist natürlich einzigartig. Robert Hahn hat hier seine zweite Heimat gefunden. Zwischen Schluchten und Tafelbergen im Tal der Felsen.